Guten Morgen! Ihr seht, bei mir gibt es heute Toast und das extra kross. Ihr seht es auf den Bildern. Zwei verschiedene Käsesorten und im Prinzip eine Neuerung, ein Highlight für die, die es noch nicht kennen. Aus dem Opti-Grill. Und das von oben gegrillt, dass der Käse so richtig schön knackig und groß wird. Wie das funktioniert, bleibt dran, es geht los. Wir stellen unseren Opti-Grill erstmal auf die Stufe Bacon und lassen den erstmal vorheizen. Nach dem Vorheizen kann es auch schon losgehen. Ich nehme jetzt hier für meine zwei Toasts 4 Baconscheiben, lege die auf den Opti-Grill und die lassen wir dann erstmal richtig schön knusprig und kross grillen. Ihr könnt ja eure eigene Variante verwenden, je nachdem, ob ihr es krosser oder eben nicht so kross machen möchtet. Bedenkt dabei, die werden dann noch weiter gegrillt. Also ich mache es nicht ganz so groß. Bei mir war es jetzt die Stufe Medium. Und das könnt ihr ja schon mal als Anhalt verwenden. Gut, kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt bereiten wir unsere Toastscheiben vor. Ihr seht hier nochmal, wie wunderbar der Speck, Bacon, könnt aber auch Schinken verwenden. Was ihr halt da habt, in dem Opti-Grill in der Stufe Bacon gelingt. Ja, ihr habt gesehen, ich heize in der Zwischenzeit auch diesen Opti-Grill wieder neu vor. Und zwar Stufe manueller Modus, 270 Grad. Und wenn der vorgeheizt ist, geht ihr auf 5 Minuten. In der Regel sind es 5 bis 6 Minuten. Ihr müsst halt dann mal schauen, wie der Käse zerlaufen ist und wie euch das am besten gefällt. Ich belege jetzt erstmal gleichzeitig die Toastscheiben mit Bacon. Danach tröpfe ich ein wenig Soße, Barbecue-Soße drüber. Also wir haben unsere Lieblingssoße. Wer das wissen möchte, kann mir das ja mal in den Kommentaren schreiben. Auf jeden Fall was Rauchiges. Und jetzt belege ich mal, damit ihr das seht, eine Scheibe mit so einer Sandwichscheibe Cheddar. Und auf der anderen Seite einen normalen englischen Cheddar, lange gereift. Und naja, also ich gehe schon mal auf 5 Minuten. Und dann legen wir mal unsere Toastscheiben im hinteren Drittel oder in der Mitte auf den Grill. Und ich verwende einen Kochlöffel, wichtig, aus Holz. Und klemmt die an der Seite so drunter, dass der obere Anteil des Grills nur leicht über den Käse hängt. Ihr seht, ganz dicht oben drüber ist die obere Heizplatte und gibt natürlich jetzt die 270 Grad an den Käse direkt ab. Unten hat es natürlich auch 270 Grad, aber ich zeige es euch dann später. Dem Toast schaden die 5 bis 6 Minuten überhaupt nicht. So, meine 5 Minuten sind rum. Ich glaube, ich habe noch 20 Sekunden länger gewartet. 5 Minuten 20. Und schon sehen wir das Ergebnis unserer fertigen Toastscheiben. Meine Frau mag es zum Beispiel noch etwas länger, aber ich mag es so. Der Käse ist knusprig und groß. Und eine tolle, einfache und schnelle Methode. Und ich verstehe auch nicht, warum Tefal das nicht so baut oder anbringt an den Tefal-Grill, dass da eine Sperre für die obere Platte möglich wäre, eine flexible. Na, wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Ihr seht auf jeden Fall innen saftig. Toast ist auch noch schön weich, aber auch kross. Und der Käse. Käse gibt ja erst dann Aroma ab, wenn er gegrillt wird. Dann schmeckt Käse so, wie wir das haben wollen. So, dann lasst es euch schmecken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Es wird noch weiter so coole Videos
dafür geben. Bye.